Hallo! Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass meine Aufgebrauchtkiste komplett voll ist. Ich habe jetzt hier schon Sachen rausgenommen, deswegen sieht sie nicht voll aus, aber glaubt mir, sie ist voll. Und an diesem Punkt in meinem Leben habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder drehe ich ein Aufgebraucht-Video oder ich werde zu messy. Und ich finde, ein Aufgebraucht-Video ist irgendwie die bessere Alternative. Deswegen, hi, ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Fangen wir an mit Mundspülung. Und da habe ich eine bei Aldi gekauft, und zwar diese grüne hier von Eurodont. Ich stelle immer wieder fest, dass ich bei Mundspülungen die grünen Varianten meistens besser finde als die blauen. Und auch diese hier mochte ich eigentlich ganz gerne. Die riecht wirklich sehr angenehm, sehr frisch. Ich meine, sie war mir so ein kleines bisschen zu scharf. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist schon eine Weile her, dass ich die aufgebraucht habe. Aber ja, normale Mundspülung, jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, wenn ich mich zwischen der entscheiden müsste und der von Lidl, der grünen, würde ich mich immer für die von Lidl entscheiden. Aber die ist auch okay. Kann man benutzen. Wow. Kann ich das noch irgendwie euphorischer sagen? Aber hey Gott, es ist Mundspülung. Die ist gut. Die ist okay. Die geht. Dann habe ich hier ein Produkt schon eine ganze Weile in meiner Box und es ist nach unten gerutscht, deswegen habe ich es nicht gefunden. Und zwar ist das dieses hier von 5-1, ich glaube. Ich meine, das ist eine britische Marke, ich habe es damals in Irland gekauft, vielleicht ist es auch die Eigenmarke von Boots, das weiß ich gar nicht genau. Und zwar ist das Gimme Texture Dry Texturizing Spray with Sea Salt, sexy undone hair that's easy to achieve. Ich weiß noch, dass ich mir das damals aus purer Verzweiflung gekauft habe, weil meine Haare einfach gemacht haben, was sie wollten. Ich kann euch nicht sagen, was los war. Irgendwie, vielleicht war es das Wasser in Irland oder es war Stress oder meine Haare waren einfach die absolute Katastrophe in Irland. Wenn meine Haare frisch gewaschen waren und trocken waren, dann habe ich mir das so ein bisschen in den Ansatz gegeben, um so ein bisschen Volumen zu kriegen und auch so in die Spitzen, um einfach meine Wellen so ein bisschen zu unterstützen und habe es ein bisschen geknetet. Das ist sehr gut, das Zeug. Das ist wirklich toll. Ich weiß, dass ich das eine ganze Weile hier noch stehen hatte mit so einem kleinen Rest drin, weil ich dachte, ich will es nicht aufbrauchen. Ich fliege im August mit Lena und Tella nach London. Yay! Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich denke mal, da werde ich in Boots gehen und mir einfach nochmal so eine Packung kaufen, weil ich das wirklich, wirklich gut finde. Also wenn ihr da die Hände dran kriegt, dann probiert das unbedingt mal aus. Wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr von meiner Kneipp-Obsession und wenn ich diese Produkte hier so vor mir sehe, denke ich, ich habe wahrscheinlich wirklich ein Problem. Es gibt Produkte, die ich schon 100 Mal gezeigt habe, die ich wirklich sehr liebe. Auch das ist wieder ein aufgebrauchtes Produkt. Treiben lassen ist ein Aroma-Pflegeschaumbad von Kneipp. Riecht nach Hanf und Patchouli. Klingt nicht geil, aber vertraut mir, wenn ihr das irgendwo mal seht, riecht mal dran. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das so gut finden würde, aber große, große Liebe werde ich definitiv nachkaufen. Ich meine, ich habe es auch schon nachgekauft, obwohl ich noch zwei davon im Bad stehen habe. Lasst uns nicht weiter drüber reden. Wow, das nimmt hier Form an. Dann habe ich, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen wir, weil mein Liebster auch wahnsinnig gerne badet und eigentlich viel mehr badet als ich, aufgebrauchtes Pflegeölbad Jasmin und Argan von Kneipp. Ich finde den Duft okay. Der hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen, obwohl es riecht schon echt nett. Ist halt eher so ein cleaner Duft, aber vor allem riecht man das Arganöl. Wer den Duft kennt und mag, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Aber was wirklich toll an dem Produkt war, war die Pflegewirkung. Und ich glaube, mein Liebster ist ein größerer Fan noch davon als ich, weil der es hasst, sich einzucremen. Der faule Hund liebt einfach Pflegeölbäder, weil er das einfach in die Badewanne macht, sich reinsetzt, badet und rauskommt und wirklich schöne, weiche Haut hat. Und er hat mir gesagt, ich soll es auf jeden Fall empfehlen. Ich denke mal, wir werden nochmal die anderen Pflegeölbäder uns angucken und ausprobieren und dann entscheiden, welches das Beste ist. Als ich im Kneippwerk war und dort gedreht habe, habe ich mir anschließend das hier gegönnt in dem Kneippladen vor Ort. Und zwar die Badeessenz Liebesmärchen mit Wildrose und Lavendel. Oh, der Duft. Da haben sie zwei Düfte kombiniert, die ich extrem liebe. Ich liebe Lavendel. Ich finde den Lavendelduft so geil. Ich weiß, nicht jeder ist so ein Fan davon, weil es eben manchmal so ein bisschen sehr seifig und nach alte Leute riecht. Aber in Kombination mit der Wildrose gibt es so einen blumigen Duft, der aber eher auf der herberen Seite ist, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ich bin ja nicht so ein Freund von sehr süßen Düften. Große Liebe auf jeden Fall, werde ich mir definitiv nachkaufen. Mochte ich wahnsinnig gerne. Und man kann diese Badeessenzen tatsächlich auch ganz gut kombinieren mit Babyöl. Wenn ihr auf diese Badeöle steht, aber ihr mögt den Duft von den Badeessenzen lieber, kann man auch gut so ein bisschen Babyöl mit ins Badewasser geben. Dann hat man einen ähnlichen Effekt und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Es riecht so gut. Kleiner Pro-Tipp am Rande. Und ich habe noch eine Badeessenz und die hat Potenzial, Treiben lassen, Konkurrenz zu machen. Wow! Wer hätte es gedacht? Das ist die Badeessenz Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Kleines Manko, bei der Badeessenz ist uns der Deckel kaputt gegangen, weil eine kleine Prinzessin, die ich hier nicht namentlich erwähnen möchte, an der Badewannenseite langgelaufen ist und das hier in die Badewanne geworfen hat und dabei ist diese Decke auseinandergeflogen. Aber der Duft davon ist einfach göttlich. Es ist gar nicht so einfach, diesen Duft zu beschreiben. Es riecht nach Sandelholz, definitiv. Also wenn ihr das nicht so gerne mögt, ist das vielleicht nicht für euch. Wobei, das Patchouli da drin macht das Ganze irgendwie weniger holzig und irgendwie rund, wenn das Sinn ergibt. Ja, schwierig zu beschreiben, aber riecht wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Wie auch immer, das hat wahnsinnig gut gerochen. Das haben wir sehr schnell aufgebraucht, weil nicht nur ich das gut fand, sondern mein Liebster auch. Also
ich gehe mal schwer davon aus, dass wir es auch wieder nachkaufen werden. Das nächste Produkt habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, aber es gibt immer wieder Leute, die danach fragen. Und zwar trage ich ja persönlich künstliche Wimpern. Ich liebe das, ich trage sie täglich, weil ich das schön finde. Muss man nicht, ihr kennt das, blabla. Ich persönlich mag das und ich nehme mir gerne die Zeit, weil ich mich sehr wohl damit fühle. Und als Wimpernkleber liebe ich den von Fingers. Bis vor kurzem gab es den noch im DM. Irgendwie ist er raus oder ich finde ihn nicht, ich stelle mich zu blöd an. Ich habe ihn jetzt panisch bei Amazon bestellt. Könnten wir uns kurz mal einen Moment nehmen. Ich habe 6 Packungen von diesem Wimpernkleber bestellt, weil ich Angst hatte, dass er aus dem Sortiment geht und ich dann Backup brauche, bis ich einen neuen gefunden habe, der funktioniert. Es gibt ja so einige gute Wimpernkleber auf dem Markt. Der Duo Wimpernkleber ist wirklich auch ein sehr, sehr guter, den viele benutzen. Der hat allerdings irgendwas in seiner Formulierung, auf das ich reagiere allergisch. Also meine Lider waren zwischendurch angeschwollen und dann hatte ich irgendwie rote Striemen, genau da, wo die Wimpern waren. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich Brain gerafft habe, dass es am Wimpernkleber liegt. Wow, manchmal stellt man sich wirklich ein bisschen dashig an. Und das hier ist eine super Alternative. Der hält, finde ich persönlich, genauso gut. Der ist genauso gut anwendbar, wenn nicht besser, weil ich einfach die Applikation... Die Applikation mit diesem kleinen Ding hier ist großartig, das funktioniert sehr, sehr gut und es geht meiner Meinung nach auch besser, als den Kleber so aus der Tube zu drücken. Aber an irgendeinem Punkt, wenn der Wimpernkleber wahrscheinlich ein bisschen trockener ist und man quasi die Tube wieder zudrehen will, kommt Wimpernkleber an der Seite raus und der trocknet dann und das macht die ganze Verpackung ganz furchtbar hässlich. Aber diesem Manko steht gegenüber, dass er super hält, dass er super leicht anwendbar ist, dass er nicht teuer ist und von daher werde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Wie gesagt, habe ich ja auch schon im Überfluss. Ist es möglich, dass ich eine obsessive Persönlichkeit habe? Vor einer ganzen Weile habe ich auch diesen Mascara hier aufgebraucht. Und zwar ist das der Catrice Cosmetics Glam & Doll False Lash Mascara. Ich persönlich finde, es ist ein sehr guter Mascara, gerade für den Preis. Das Bürstchen ist so ein Synthetikbürstchen, so ein Gummibürstchen. Ich mache die tatsächlich gerade in Verbindung mit künstlichen Wimpern sehr gerne. Das einzige Manko bei mir war, und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, weil es so viele Leute gibt, die diesen Mascara toll finden, ist, dass er bei mir wahnsinnig gebröckelt hat. Vielleicht lag es an den künstlichen Wimpern, vielleicht lag es an meinen Wimpern, keine Ahnung. Vom Effekt her ist der super, der lässt sich teuer anwenden, der ist wirklich günstig und wirklich gut, finde ich. Aber der Fakt, dass er runterbröckelt, hat ihn disqualifiziert und ich werde ihn mir leider nicht nachkaufen. Sorry an alle Glam & Doll Fans. Der ist super, aber der funktioniert einfach für mich nicht so gut. Dann habe ich einen Gel-Eyeliner von Essence aufgebracht und zwar der Eye Pencil Waterproof in Braun, oder wie heißt die Farbe? In 06 Cocoa Bean. Der sieht nicht aufgebraucht aus, aber das ist er. Den kann man hier hinten nämlich drehen und da kommt vorne die Mine raus und die Mine ist komplett aufgebraucht. Ich habe mich wirklich, ganz ehrlich, da durchgequält. Ich benutze ja braune und auch gerne mal schwarze Eyeliner, wenn es ein bisschen dramatischer sein soll, für meinen Lidstrich, die ich dann so ein bisschen verschmiere, weil ich das einfach sehr schön finde, weil es so ein bisschen so einen Undone-Look hat, so ein bisschen... Hey, ich habe mir jetzt nicht groß Mühe gegeben mit meinem Make-up. Und ich habe auch festgestellt, dass dieser verwischte Eyeliner einfach sehr, sehr schön aussieht mit künstlichen Wimpern. Ich mag das sehr gerne. Der hier hat leider nicht so gut dafür funktioniert. Vielleicht, weil er wasserfest ist. Vielleicht sollte ich auch nochmal eine nicht wasserfeste Variante ausprobieren. Aber bei dem hat es nicht so gut funktioniert. Der ließ sich nicht gut verblenden. Der blieb fleckig irgendwie. Ich konnte ihn nicht so richtig da platzieren, wo ich ihn haben wollte. Und der war relativ schnell dann weg. Deswegen mochte ich persönlich den nicht so gerne. Ich habe eine Freundin, für die funktioniert der super. Die schwört auf den. Aber für mich hat er leider nicht funktioniert. Dann habe ich von Benefit den Gimme Brow aufgebraucht. Das ist so ein Augenbrauen-Gel, würde ich sagen, mit so einem kleinen Bürstchen dran. Das ist die 03, das ist genau meine Farbe. Das Bürstchen ist super klein, weshalb man da wirklich gut und präzise mit arbeiten kann. Ich persönlich mag den hier besonders gerne in Verbindung mit dem Gel, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, und zwar das Benefit Cabrow. Das benutze ich ja wahnsinnig gerne. Das hat so einen kleinen Pinsel und ist so ein richtig festes Gel. Und gerade so an Tagen, wo ich weiß, ich habe einen langen Tag, ich möchte irgendwie den ganzen Tag, dass es alles hält und bleibt, wie es ist, ist das super, wenn man den hier, sorry, ist es super, wenn man den hier oben drüber gibt, weil es wirklich super fixiert. Der ist aber auch echt praktisch für Tage, wo man nicht viel machen möchte. Gerade so an Tagen, wo ich denke, ich habe heute keine Lust, mich großartig zu schminken, weil Sonntag oder keine Ahnung, keinen Bock, schlechter Tag, wie auch immer. Dann mache ich einfach nur Foundation und so ein bisschen Mascara und, weil ich einfach nicht anders kann, ein bisschen Augenbrauen und da mache ich nicht viel Tamtam. Ich nehme einfach dieses kleine Bürstchen und gehe ganz sanft über meine Augenbrauen. Ich kann sie damit in Form bringen und ich kann sie auch so ein bisschen auffüllen, was sehr, sehr angenehm ist. Und das Produkt ist einfach sehr unkompliziert. Ich weiß, es gibt definitiv günstigere Alternativen. Ich werde mir die auch mal angucken, aber jetzt gerade bin ich wahnsinniger Fan von diesem Augenbrauen-Gel. Großer Fan, lohnt sich auf jeden Fall, das zu kaufen. Und natürlich, wie soll es anders sein, habe ich auch wieder einen Essensfavoriten für euch und zwar einen nicht gesunden. Das ist was, was mir durch Zufall im Supermarkt begegnet ist. Ich versuche ja momentan sehr Zucker zu reduzieren und habe auch eigentlich nichts Süßes mehr zu Hause. Aber das hier ist mein Guilty Pleasure. Das ist von Magnum der Double Peanut Butter Riegel. Oh,
Leute, ich habe ja im letzten Aufgebraucht-Video, glaube ich, über die Reese's Pieces erzählt, mit so leicht gesalzener Erdnussbutter und Schokolade drum. Das hier geht sehr in die Richtung und trifft total meinen Geschmack. Und weil ich aktuell nicht so viel Zucker konsumieren will und das hier im Haus habe und es so unfassbar lecker ist, nehme ich mir mein Messer und schneide den Riegel in der Hälfte durch und habe quasi einen halben Riegel pro Tag. Living on the edge, sage ich nur. Das Zeug ist so lecker. Da ist Erdnussbutter drin, da ist gesalzenes Karamell drin und oben drüber ist Schoki. Und wow, ich war mir nicht darüber im Klaren, wie geil ich die Kombination Erdnussbutter und Schoki finde. Ich warne euch, es macht süchtig, es ist richtig lecker. Ich habe auch die andere Variante probiert, das ist glaube ich so eine reine Schoki-Variante. Die fand ich nicht so gut, aber die Erdnussbutter-Variante, oh mein Gott. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Ertragen dieses Aufgebraucht-Videos. Wenn ihr Lust habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich packe euch mal in die Endcard, das letzte Aufgebraucht-Video und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, passt auf euch auf. Tschüss.